Es könnte ein ganz besonderer Tag werden für die U21 von Eintracht Frankfurt, denn die Mannschaft von Christian Klibo könnte schon heute den Aufstieg in die Regionalliga Südwest perfekt machen. Dafür müsste allerdings der FC Gießen sein Parallelspiel gegen Waldorf verlieren und die Eintracht hat ja auch erstmal eigene Hausaufgaben zu erledigen. Denn mit dem FSV Fernwald kommt heute der vielleicht stärkste Gegner in diesem Jahr zur Eintracht. Nur eine einzige Niederlage kassierte der Tabellendritte in den letzten 20 Pflichtspielen, eine unglaubliche Quote. Das Spiel beginnt mit einem heftigen Regenschauer und einer ersten Möglichkeit für die Eintracht. Für Nacho Ferri-Julia, der Top-Torjäger, zwingt Pierre Kleinheider zu einer ersten Flugeinlage. Frankfurt hat zwar mehr Ballbesitz, Fernwald lauert aber auf Umschaltmoment. Das ist Nicolas Strack, der probiert es hier praktisch im Alleingang. Der Abschluss dann aber kein Problem für Simon Simoni. Aber solche Szenen zeigen die offensive Qualität vom FSV. 83 Tore hat Fernwald bereits erzielt und jetzt Erdin Colak mit Nummer 84. Der Schockmoment für die Eintracht in der 32. Minute. Fernwald spielt das einfach und schnörkellos, gleichzeitig aber so erfolgreich. Doch die Antwort von Frankfurt lässt nicht lange auf sich warten. Nur 3 Minuten später, wieder geht es über Nacho Ferri-Julia, der kommt hier im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Christoph Rübe zeigt auf den Punkt. Nacho fädelt das geschickt ein, irgendwie ist das auch komisch verteidigt. Der Elfmeterpfiff geht auf jeden Fall in Ordnung. Und Strafstöße, das sind eine Sache für den Kapitän, für Marc Wachs. Resolut durch die Mitte, 1-1, die Eintracht gleicht direkt aus. Und in diesem Tempo geht es auch weiter. Wieder nur 60 Sekunden später. Jan Schröder in den Lauf von Nacho Ferri-Julia. 2-1 Frankfurt. Christian Klibo muss heute auf Dario Gebur und Marcel Wenig verzichten. Die sind nämlich beide bei den Profis im Kader. Aber auf seinen Torjäger vom Dienst kann er sich verlassen. Eiskalt vollendet. Saisontor Nummer 24. Danach ist Pause. Die Eintracht steckt den zwischenzeitlichen Rückstand bestens weg und dreht dieses Spiel noch in Halbzeit 1. Natürlich sehr zur Freude der anwesenden Fans. Nach dem Seitenwechsel erst einmal das unveränderte Bild. Die Eintracht im Vorwärtsgang. Alikil hat da sehr viel Platz zum Flanken. Brauburger 3-1. Nach einer Stunde stellt die Eintracht die Weichen auf Heimsieg. Maximilian Brauburger mit seinem 11. Saisontor. Unter der Woche hat er noch seinen Vertrag verlängert bei der Eintracht. Es könnte schlechter laufen für den 23-Jährigen. Doch Fernwald denkt noch gar nicht ans Aufgeben, weil die Eintracht sie auch einlädt. Blackout von Marc Wachs. Tom Woiwod hat den Anschluss auf dem Fuß, legt sich den Ball aber zu weit vor. Gut aufgepasst von Simon Simoni. Aber auch in der Schlussphase bleibt die Eintracht die gefährlichere Mannschaft. Viel Platz für Nacho Ferri-Julia. Der ist da aber etwas zu eigensinnig, aber die Szene läuft weiter. Die zweite Möglichkeit für Elias Baum. Der 17-jährige Außenverteidiger vergibt die nächste Chance. 77. Minute, Eckball für Frankfurt. Fernwald kann den erst einmal klären, aber der zweite Ball landet bei Ben-Luca Fischer. In der Mitte Marc Wachs, 4-1. Der Deckel ist drauf. Das 107. Saisontor für die U21 von Eintracht Frankfurt. Es ist Wahnsinn, was diese Offensive abliefert. Und es ist immer noch
nicht Schluss. Eine Gelegenheit bekommt die Eintracht noch. 90. Spielminute. Nacho leitet weiter auf Harpreet Gotra, aber dem fehlen Zentimeter zum 5:1. Somit bleibt es am Ende beim 4:1 für Frankfurt. Allerdings muss die Aufstiegsparty erst einmal verschoben werden, denn Gießen gewinnt mit 2:0 gegen Waldorf im Parallelspiel. Aber wenn man ehrlich ist, mit dieser Qualität ist der Aufstieg nur noch eine Frage der Zeit. Fernwald hingegen verliert erstmals seit langer Zeit wieder ein Pflichtspiel, bleibt aber Tabellendritter.